Gott sei Dank. Wahnsinn, was man mit der Kriminaltechnik alles rausfindet. Ja, aber die Frage bleibt, warum habt ihr das gemacht? Fragen Sie mich etwas Leichteres. Die Mädels heutzutage haben eine blühende Fantasie. Vielleicht hat Lisa recht und sie waren mich verliebt. Ja, das glaube ich auch. Aber sie wirkte auch sehr verletzt. Warum auch Amelie gelogen hat, das hätte mich fast meinen Beruf kosten können. Ja, eben. Das macht doch keiner ohne Grund. Wie ist es so? Darf ich erst mit ihr alleine reden? Ja, geht das? Nein. Amelie, ich weiß, dass du jetzt niemanden sehen willst. Aber ich muss kurz mit dir reden. Ist wirklich wichtig. Amelie, ich kann deine falschen Anschuldigungen nicht einfach so im Raum stehen lassen. Lass uns doch reden. Ansonsten wird das Konsequenzen für dich haben. Ist mir doch egal. Ich wollte Basti nicht schaden. Ich war nur so unglücklich. Aber warum denn? Was meintest du gerade damit? Wir wissen gar nicht, was wirklich passiert ist. Was ist denn passiert? Wir hatten eine Affäre. Du und dein Lehrer? Steht alles drin. Unser neuer Lehrer ist voll süß. Bin so verknallt. Er hat mir eine 2 gegeben, mich voll süß angelächelt. Hab auch extra für ihn gelernt. 2. Oktober. Schicksal. Hatte auf dem Heimweg einen Absatz verloren. Plötzlich hat Basti neben mir gehalten. Er meinte, er fährt mich nach Hause. Aber dann... Es war mein erstes Mal. Er wollte noch was bei sich holen. Hat mir seine Wohnung gezeigt und mich plötzlich geküsst. Er hat mich ganz langsam ausgezogen und gesagt, wie schön ich bin. Basti liebt mich wirklich. Das hat er mir doch gesagt, dass ich was ganz Besonderes bin. Aber dann hat er mich einfach abserviert, weil er mit dieser Schulz zusammen ist. Ich liebe ihn, ich wollte um ihn kämpfen. Deshalb habe ich mich doch in sein Bett gelegt. Aber dann, ich schäme mich so. Darf ich deinem Vater die Wahrheit sagen? Es muss leider sein, Amelie. Es tut mir leid. Es kommt sowieso alles raus. Herr Schöller? Ja. Dankeschön. Sie können sich nicht vorstellen, wie erleichtert ich bin. Das kann ich mir schon vorstellen. Ist für uns aber auch nicht immer ganz einfach, wenn Aussage gegen Aussage steht. Na, muss ich dran gehen. Also vielen Dank, wir sind da soweit durch, ja? Tschüss. Tschüss. Jo, Alex. Was? Herr Kurz, Moment mal. Bitte? Moment bitte. Ja. Alles klar, weiß ich Bescheid. Melde ich mich wieder. Ja, bis später. Ciao. Herr Kurz. Amelie behauptet jetzt, sie hätte ein Verhältnis mit Ihnen gehabt. 2 Monate lang. Das ist zwar keine versuchte Vergewaltigung, aber hier steht ein Missbrauch von Schutzbefohlenen im Raum. Das ist wieder eine Lüge von ihr. Naja, es würde aber das ganze Theater erklären. Und eindeutige Spuren soll es wohl auch geben. Also, Herr Kurz, Sie müssen mich begleiten. Kommen Sie. Okay. Dieses verdammte Schwein hat die Spermerei meiner Tochter einfach ausgenutzt. Mein unschuldiges Mädchen. Sie ist doch noch minderjährig. Wie viele Jahre kriegt der Kerl denn dafür? Auf sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen stehen bis zu 3 Jahre Freiheitsstrafe. 3 Jahre? Das ist doch wohl ein Witz? Findet das, was er meiner Tochter angetan hat? Es tut mir so leid. Ich hätte für dich da sein müssen. Dieser Scheißjob. Papa. Amen. Herr Schöller, geben Sie ihr einen Moment. Sie muss das erstmal alles verdauen. Ich muss das Tagebuch mitnehmen. Ich finde schon raus. Ich melde mich. Okay, danke. Am 2. Oktober war Amelie Schiller in ihrer Wohnung. Sie hatten dort Sex miteinander. Nein, das ist eine Lüge. Das sind nur die erotischen Fantasien einer verliebten Schülerin. Und woher weiß sie denn, wie es bei Ihnen zu Hause aussieht, im Schlafzimmer und überall? Das ist eine Lüge. Ich lüge nicht, sie lügt. Doch.
Sie war mal kurz bei mir gewesen. Daher weiß sie auch, wie es bei mir zu Hause aussieht. Ach, jetzt doch auf einmal, ja? Vor 2 Monaten bin ich auf dem Heimweg an ihr vorbeigefahren. Sie hat gehumpelt, ich dachte, sie sei verletzt, aber der Absatz ist nur abgebrochen. Ja, der biegt sich das alles so schön zurecht, wie er es braucht. Wenn eine Schülerin in mich verliebt ist, dann lasse ich die doch nicht bei mir in die Wohnung. Ich weiß nicht, Alex. Ich will dem Kerl irgendwie glauben. Der wirkt auf mich nicht wie ein Lügner. Anders als das Mädchen, die hat schon mal gelogen. 2. Oktober, ihr Absatz ist abgebrochen. Soweit steht es auf jeden Fall im Tagebuch, da haben Sie wohl recht. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Nehmen Sie öfter Schülerinnen bei sich im Auto mit? Nein, natürlich nicht. Das war eine Ausnahme. Also bei Amelie Schöller haben Sie eine Ausnahme gemacht. Und warum war sie dann in Ihrer Wohnung? Ich habe mich mit einem Freund zum Tennis verabredet. Ich bin nur schnell nach Hause gefahren, um meine Sportsachen zu holen. Ich habe ihr extra gesagt, sie soll im Auto bleiben. Und dann stand sie plötzlich bei mir in der Wohnung. Ja, wie ist sie denn reingekommen? Ich habe die Tür offen stehen lassen. Sie meinte, dass sie mal gucken wollte, wie ich wohne. Und Sie haben das dann gleich ausgenutzt. Sie geküsst und ihr geschlafen, ja? So steht es zumindest in dem Tagebuch. Nein, wir sind sofort gegangen. Der hat auf alles eine Antwort parat. Ist doch klar, dass der alles abstreitet. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung mehr, wem ich glauben soll. Gucken Sie, da steht's. Hans Weiler, 16 Uhr Tennis. Fragen Sie ihn. Er wird Ihnen das bestätigen. Er wohnt in der Schellingstraße 54. Gucken Sie hier. Er kann es bestätigen. Okay, das werden wir überprüfen. Der Kollege bringt Sie jetzt noch zur erkennungsdienstlichen Behandlung. Ja? Dankeschön. Nehmen Sie Ihre Jacke mit. Philipp, kannst du das Alibi überprüfen? Jo, mach ich mich ja. Ich fahr noch mal nach Starnberg und red mit diesem Tim. Ich glaube, der weiß mehr. Dann komm. Nee, nicht irgendwann. Heute. Ey, hör auf, mich zu verarschen. Lauter Ausreden. Nee, so läuft es nicht. Du, die Polizei ist da. Also, wie sieht's aus? Gut. Okay, dann bis gleich. Hallo. Alles gut? Ja, ja. War das Amelie? Nee, es war nur ein Kumpel. Ja, ich hab schon gehört. Wegen der Sache müsst ihr jetzt alle zurück nach München. Yep. Ja, deswegen muss ich jetzt auch ganz schnell los zum Bus. Die warten schon alle auf mich. Ja, aber wir haben noch 10 Minuten, meinte Frau Schulz. Hab auch nur ein paar Fragen. Ja, okay. Du hast doch erzählt, dass du gesehen hast, wie Herr Kurz Amelie an den Po gefasst hat. Ja. Wann und wo war das genau? Oh Gott, das weiß ich nicht mehr. Aber geküsst haben sie sich auch, als sie aus seiner Wohnung rausgekommen sind. Aha. Und woher weißt du das jetzt schon wieder? Okay. Also, ich habe halt gesehen, wie Amelie in sein Auto gestiegen ist. Ja, und dann bin ich halt hinterher mit dem Mofa. Und ja, sind die zu seiner Wohnung gefahren. Da habe ich dann gewartet, so 2 Stunden bis kurz nach 5. Ja, und irgendwann sind die dann rausgekommen und da haben sie sich geküsst. Und wenn das jetzt zur Gerichtsverhandlung kommen sollte, dann wärst du auch bereit, das dort zu wiederholen, deine Aussage? Klar, kein Problem. War's das? Ich muss nämlich echt los. Ja, das war's erstmal. Michael, was gibt's? Hey Alex, der Tenniskumpel hat bestätigt, dass er mit dem Kurz von 16 bis 18 Uhr Tennis gespielt hat. Und wenn sie sich im Datum vertan hat? Ja, oder sie hat wieder gelogen. Das tut sie ja recht überzeugend. Lass uns mal zusammen mit ihr reden. Okay. Alex. Lass mich doch nicht verarschen. Fass mich nicht an. Nein. Doch. Tim. Was ist denn hier los? Nichts. Tim ist gestolpert. Oh, die hat mich gestoßen. Was hast du da gerade weggesteckt? War doch ein Handy, oder? Warum denn so heimlich? Gib das mal her. Da ist da irgendwas drauf, oder? Komm, gib das mal her. Ich wollte es nur für ihn. Ja, damit. Was ist hier los? Ich hoffe, das werden wir gleich wissen. Sprachnachrichten hören wir doch mal. Hm? Amelie, wie krass. Ziehst du das jetzt echt durch? Gehst einfach auf sein Zimmer. Jetzt kommt auch der Arsch wieder zurück. Poppt ihr jetzt, oder wie? Ich habe vom Fenster aus beobachtet, wie er mit der Schulz zum See ist. Wie die rumgeknutscht haben. Dann dachte ich ja, jetzt oder nie.
Warte kurz. Was tust du hier? Was soll das? Raus aus meinem Bett. Das tun sie nicht so. Sie wollen es doch auch. Spinnst du? Wie kommst du auf so eine bescheuerte Idee? Los, raus, sofort. Aber ich dachte, sie stehen auf mich. Amelie, du bist meine Schülerin, mehr nicht. Wird's bald. Amelie, was machst du da? Halt, stopp, was machst du? Fassen Sie mich nicht an! Nein! Was machst du da? Nein! Beruhig dich! Nein, bitte nicht! Bitte, bitte, bitte nicht! Nein, nein, ich will das nicht! Sie Mistkerl! Hilfe! Ich verstehe dich einfach nicht mehr. Ich war so verletzt. Deshalb habe ich das doch gesagt und dann kam die Polizei, dann konnte ich auch nicht mehr zurück. Tja, und dann kam eine Lüge zur anderen. Was wolltest du dafür haben? Dafür, dass du die Klappe hältst? Ja, Sex wollte er. Was? Du solltest dich mal ein bisschen was schämen, Junge. Und ein kleiner Tipp unter Männern. So wird das auch zukünftig nichts mit den Frauen. Ganz sicher nicht. Hättest fast das Leben deines Lehrers zerstört. Da kommt noch ein schöner Bumerang auf euch beide zu. Der Jugendrichter freut sich schon. Es tut mir so leid.